So, dann fangen wir mal damit an, dass wir erstmal ein bisschen Waschbenzin in so einen Becher packen, schütten, wie auch immer. Damit kann man natürlich auch wunderbar mal das Silikon wegwischen. Ist halt ein Lösungsmittel für das Silikon, ne? Also auch wenn man irgendwie Silikon an den Flossen kriegt oder so und dann nicht haben möchte, dann einfach ein bisschen Waschbenzin auf dem Kleber und dann einmal abrubbeln und fertig. Ja, und dann fange ich eigentlich damit an, dass ich erstmal, hier gibt es immer ein Part A und Part B von dem Psycho Paint halt, damit fange ich dann an, dass ich erstmal mit einem sauberen Spatel hier so ein bisschen was raushole von dem A. Ich gucke immer, das sind so 30 Milliliter Becher, so Medikamentenbecher sind das. Da gucke ich, also ich fange meistens immer an mit einer 5 Milliliter und 5 Milliliter Mischung. Also 5 Milliliter A und 5 Milliliter B. Damit fange ich jetzt auch mal an so. Also keine Raketenwissenschaft, also selbst wenn ihr da ein bisschen unterschiedlich habt, irgendwie dass er 5 Milliliter A und 6 Milliliter B, das ist halt auch nicht schlimm. Jetzt habe ich ziemlich genau, mein Gott, 9, 8, 7, 6, 6 Milliliter A ungefähr. Ja, passt. Das sind jetzt insgesamt 12 Milliliter. So, dann erstmal schön verrühren. Ich mische mir die Farben immer ziemlich mit, ich verdünne die ziemlich stark mit Waschbenzin. Ich muss sie möglichst flüssig haben, damit die durch meine Airbrush gehen. Die sollen so eine Konsistenz von Milch haben, die Farben. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal hier den recht pastösen, also das ist recht dickflüssig, das Zeug. Nicht pastös, aber schon ziemlich dickflüssig. Da wird es natürlich durch keine Airbrush gehen, so wie es ist. Und dafür kommt dann hier mein Holy Waschbenzin dazu. Da kann ich auch keine genauen Milliliterangaben machen, da mache ich einfach irgendwie nach Gefühl, ne? Das ist so. Also insgesamt, wenn ich alles hinter komplett runterbreche, weil das mische ich hinter noch ein paar Mal durch, das verteile ich dann hinter auf die ganzen Becher hier und dann verdünne ich das wieder mit Waschbenzin. Ich glaube so, die endgültige Mischung ist circa ein Teil Silikonbasis zu fünf Teilen Waschbenzin ungefähr, so ist das. Die sind dann recht flüssig. Wie man jetzt sieht, ist das jetzt schon ein bisschen flüssiger. So, mache ich noch ein bisschen rein. Nicht rauchen, wisst ihr ja, ne? Offenes Feuer und Licht verboten und so. Er soll jetzt hier natürlich nicht irgendwie, dass er da jetzt irgendwie in so einem kleinen Kabuff oder so hier mit dem Waschbenzin rumarzt, so wie ich das hier mache. Ich muss sagen, ich habe hier den ganzen Tag, also die Wohnung ist komplett immer durchlüftet. Ist gerade einmal einen recht guten Wind, ist ziemlich gut durchgelüftet hier. Ich rieche der Waschbenzin bis hierhin schon gar nicht, ich bin so 30 cm von weg, ich rieche davon gar nichts, weil er direkt weggeht, direkt raus Richtung Balkon. Wenn der bei euch nicht so der Fall sein sollte, dann macht er irgendwie am Fenster oder unter sich wo. Hauptsache ihr gefährdet euch nicht oder andere, ne? So, da war jetzt das. Jetzt habe ich erstmal hier so eine schöne Basis angemischt. Die ist jetzt schon circa 1 zu 1 Minimum ist das verdünnt, also ein Teil Silikon, ein Teil Waschbenzin. Das verteile ich jetzt hier so ein bisschen, da mache ich, weiß nicht, ich immer so circa 2-3 Milliliter, wenn überhaupt irgendwie, kommt das jetzt hier auf die Becher aufgeteilt. Manchmal, wenn ich weiß, ich brauche von einer Farbe irgendwie ein bisschen mehr, dann mache ich da automatisch schon in 2-3 Becher immer direkt schon mal ein bisschen mehr rein, weil ich weiß, das ist dann, damit werde ich rumasen und da werde ich mehr von brauchen. Also gerade bei Zombies oder so, da rede ich da jetzt so von Farben wie braun. Also wir haben jetzt die braunen Pigmente zum Beispiel. Und das Blatt, das fertige, können wir natürlich auch selber mischen, aber habe ich keinen Bock drauf. Oder ist halt nicht nötig, weil das schon dabei ist. Und das ist ein recht gutes Pigment, also eine richtig schöne Farbe an sich. Die würde ich mir auch genauso immer selber mischen. Schönes, kompaktes Rot, wie altes Blut halt, ne? Wie man das beim Zombie erwartet. Einfach mal so ein bisschen aufteilen hier erstmal. So, dann nehme ich mir noch einen Medikamentenbecher und mache da ein bisschen Waschbenzin rein. Ich finde das nämlich einfacher von so einem Medikamentenbecher aus, der mehr reinzufüllen, als von einem großen Becher. Irgendwie fällt mir das einfacher, leichter, wie auch immer. So, jetzt haben wir überall noch mal ein bisschen Waschbenzin reingehauen. Außer in den hier, ne? Na komm, nehmen wir mal den Becher. Ja, genau da meine ich nämlich, ne? Den muss dann immer erstmal schön umrühren. Setzen sich halt eben die Pigmente und das Öl ab, da ist dann so ein Öl mit drin als Bindemittel quasi und die Pigmente, die lösen sich da raus mit der Zeit, wenn die ein bisschen länger stehen und die sind auch ultra ergiebig, ne? Also ich habe jetzt hier, sag mal, so einen Stecknadelkopf groß plus sind wir natürlich an der Oberfläche haftet hier.
Ja, die verrühre ich dann hier. Damit rühre ich jetzt direkt das Silikon, die Silikonbasis, die da drin war, die verrühre ich jetzt auch direkt mit dem Waschbenzin, mit den Pigmenten zusammen, dass so eine schöne Lösung ergibt. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die Pigmentdichte ein bisschen höher zu halten, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach viel zu viele Lagen immer gepainted habe. Wo ich mir denke, da hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Also anstatt dreimal eine Vene zu übermalen, hätte doch gereicht, wenn ich einmal eine gemalt hätte mit ein bisschen, mit ein paar Pigmenten mehr drin. So mache ich das jetzt auch immer wieder dann halt. Also wie man sehen kann, das ist ziemlich klar und also ziemlich transluzent, ne? Ziemlich durchscheinend. Man will das auf gar keinen Fall opak haben. Also opak ist ja deckend. Deckend haben wir keinen Bock drauf. Also deckend ist das, was jetzt hier ist so. Da ist eine ganz dünne Schicht von den Pigmenten drauf. Und man sieht nichts von dem Metall darunter. Hier, ne? Und hier sieht man halt, wie transparent das ist, ne? Und wir wollen diese Transparenz auf jeden Fall haben. Also unsere Farben sollen immer transparent sein, das ist ganz wichtig. So, dann mache ich jetzt einmal mit allen anderen Farben, die ich noch so rumstehen habe. Außer mit Flash. Ups. Ich sage ja, C war es, ultra wichtig. Immer schön alles abputzen. Bloß nichts kontaminieren. Also wenn ihr einmal das Grün oder so irgendwo da dran habt, ein ganz kleines bisschen, das ist echt ultra ergiebig, das Grün. Wenn ihr da einen kleinen Furz irgendwie da dran habt und damit irgendwie in der Gelb aus Versehen geht, dann habt ihr echt euch der ganze Gelb versaut. Das ist ja kaputt einfach. Ist halt dann kein Gelb mehr, ne? So, was nehmen wir jetzt? Blut. Dann seht ihr eine schöne Transluzenz. Gelb auf jeden Fall. Von dem Gelb brauche ich, glaube ich, nicht so viel, glaube ich. Deswegen nehme ich jetzt mal hier so einen Becher, wo ich, also einen Medikamentenbecher, wo ich weniger Silikon drin habe. Weniger Grundmischung quasi. Ja, dafür mache ich dann ein bisschen stärker aber. Also ein bisschen höher pigmentiert, fast genauso wie bei den etwas größeren Bechern. Also hier will ich ein recht kräftiges Gelb haben diesmal. Das ist, wie man hier so sehen kann, so ein bisschen, man sieht wie Neon das ist, also wie krass das einfach, ja, wie krass radioaktiv das irgendwie aussieht. So ein bisschen mit Grün auch da drin, also richtig hochpigmentiert. Das ist, wenn man das so krass irgendwo auf irgendeine Haut oder so pinselt, ne, oder wie auch immer, das sieht natürlich voll fake aus, das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir hier hinter die Einstellung oder da müssen wir halt eben super vermischen mit den anderen Farben, die noch so da drauf sind. Das zeige ich euch aber nachher dann. Nehmen wir mal Blau. Genau dasselbe wie mit dem Grün, also reines Blau nutze ich eigentlich wenig. Die Grundfarben nutze ich eigentlich meistens mit Schwarz zusammen. Also ein Schwarz-Blau oder Violett oder so mische ich mir auch mal ganz gerne an. Das ist jetzt hier erstmal so ein reines Blau wieder, ne? Recht kräftig auch. Violett brauchen wir viel, da können wir auch dann den hier nehmen. Dann nehme ich direkt denselben hier und hau da einfach mal den Rest von dem Blau rein. Genau. So, das Rot hier ist auch ziemlich krass. Nutze ich auch kaum pur. Also mal ein bisschen oder so, weil verdünnt kommt dann ziemlich starkes Magenta durch. Magenta ist dieses krasse Pink. Wenn ihr mal irgendwie so einen Zombie-Film oder irgendwelche Splatter-Filme seht oder so und ihr seht, da Blut so ein bisschen pinkisch, also ein bisschen pink oder so. Na, dann wisst ihr, die waren da nicht ganz so gut unterwegs. Und so kann man es dann erkennen halt. Da ist dann, das Farbverhältnis halt falsch. Also weil dieses Magenta aus diesem krassen Rot, der kriegt man nämlich raus, indem man Grün dabei mischt. Da kommen wir auch später noch zu. Das sieht nur noch ein schön Violett aus auf jeden Fall. Das lassen wir direkt mal so. So, wie man jetzt hier sieht, ist das ein richtig schönes, tolles Lila so. Schön transparent. Ich glaube, ich mache noch... Ich glaube, ich halbiere noch einen irgendwie. Guck mal, ich glaube, ich mache mir jetzt schon auch direkt einen Wash fertig für eine Pinseltechnik. Da mache ich halt mit einer Mischung mit ja, einem richtig dunklen Braun eigentlich. Also mische ich jetzt mal ein richtig dunkles Braun zusammen. Also einfach nur ein Braun-Schwarz quasi. Und da trage ich dann nachher irgendwie stückchenweise mit dem Pinsel auf, mit dem groben. Dann fließt das Zeug schön in die ganzen kleinen Lücken und so was rein. Holt die ganzen Details alle raus. Also die werden natürlich schön, die kriegen dann schön Kontrast, die ganzen Details halt. Also die kommen dann richtig schön zur Geltung halt. Nachdem dann alles zusammengemischt ist, kann auch schon losgehen. Bald. Boah, ist das ungewohnt. Normalerweise höre ich immer Musik. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein YouTube-Video jetzt mache, wo ich auch richtig am Sprechen bin, während ich hier was mache und so.
Und das ist total ungewohnt, mal irgendwie keine Musik zu hören. Weil ich nämlich eigentlich immer Musik höre, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen durcheinander. Wenn ich mal ein paar Sätze fahre oder mal irgendwie Wortfindungsstörungen habe, dann bitte nicht wundern. Eigentlich bin ich ja nicht so. Na, jetzt mische ich mir so ein schönes, kräftiges Braun zusammen. Also halt ein stinknormales Baum mit schwarzen Pigmenten da drin, um dann dunkler zu machen halt. Darf jetzt auch ein bisschen, wie man sieht, der ist jetzt ein bisschen kräftiger. Der ist nicht mehr so schön transparent wie die anderen, ist schon ein bisschen krasser, sag ich mal. Darf auch so sein, weil das verdünne ich nämlich jetzt gleich richtig hart auch wieder. Wie Waschbenzin. Und ich glaube, weil er ein bisschen wenig sein wird hier, werde ich den Becher hier auch noch dazu packen einfach. Komm her, Silikon. So, und das möchte ich nachher dann ganz gerne mit einem großen Pinsel auftragen. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mit dem Pinsel rein in den kleinen Becher. Das heißt, jetzt muss ich ja nämlich umschütten in so einen Pappbecher hier. Ja, wie man sehen kann, der ist jetzt schon ziemlich opak, also man kann jetzt, obwohl da jetzt gerade mal so ein, weiß ich nicht, so 3-4 mm irgendwie hoch gefüllt ist, sieht man den Boden kaum noch. Wieder mit Waschbenzin verdünnen. Also meint man natürlich, da ist ja irgendwie mehr Waschbenzin und mehr Pigmente als Silikon drin, ja, ist auch so. Und mehr brauchen wir auch gar nicht, weil das Waschbenzin, das verdunstet dann. Und übrig bleibt ein hauchdünner Film von dem Silikon. Und das soll auch so sein, also wir wollen nur mit ganz hauchdünnen Filmen immer arbeiten. Wir wollen da nicht irgendwie übertreiben und da so eine Zentimeter dicke Silikonschicht drauf klatschen auf die Oberfläche. Ja, sieht schon ganz schön aus. Ich glaube, ich mache da noch ein bisschen schwarz rein. Ganz wenig nur. Weiß gibt's auch, aber mache ich jetzt noch nicht. Und die ganzen Details und so, die kommen ganz am Ende und da kommt dann auch wieder Weiß zum Einsatz. Jetzt geht es erstmal darum, die Haut zu bemalen und sowas. Das machen wir jetzt hier mit. Ja, grün und so. Grün. Soll ich nochmal grün machen? Ja, weißt du was? Ich glaube, ich mache doch nochmal. Ich mache nochmal fertig einfach. Ich glaube, ich mache doch nochmal hier auch ein. Nochmal mit grün und weiß mache ich auch nochmal fertig. Da haben wir jetzt da. Circa 2 Milliliter. Ja, und 4 passt. Alles toppi. Selbe Prozedere wie gerade. Durchmischen, Waschbenzin rein, aufteilen auf andere Becher, Pigmente rein und fertig. So, von dem her haue ich jetzt noch ein bisschen hier rein. Ich denke mal, ich werde da noch gleich ein bisschen weiter verdünnen mit Waschbenzin. Muss ich mir gleich anschauen, wie die Konsistenz ist und wie die sich verhält. Auf der Oberfläche, das sehe ich dann später. Ich mache vorher aber schon mal ein bisschen Silikon da rein. Jetzt haue ich hier noch einen rein. Wieder ein bisschen Waschbenzin. Und das ist halt eben weiß jetzt, ne? Wenn ich so tief mit dem Metallspatel hier reingehe, versaue ich mir den volle Pulle. Da habe ich keinen Bock drauf. Also hier die Farbe wieder schön aufrühren. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht. Ich habe nämlich bei der Maske habe ich auch noch ein bisschen Knochen und so. Da kann ich eigentlich auch schon im Vorfeld irgendwie schon mal anfangen, ein bisschen rauszuholen, den Knochen rausarbeiten halt. Indem ich den halt eben auch ein bisschen mit Weiß und dann mit Gelb oder so drüber wasche. Ein bisschen. Irgendwie mal gucken, wie ich das gleich mache. Da gibt sich immer so spontan irgendwie die Techniken. Dann entscheide ich dann immer so irgendwie, je nachdem wie es dann aussieht auch. Grün nehmen wir auch. Ich habe nämlich in der Maske habe ich schon ein bisschen Grün drin. Und das Grün ist echt mega krass. Das ist so, das ist einfach nur so heftig. Ich habe eine andere Zombie-Maske gegossen, ist schon ein bisschen weit her. Da habe ich dann auch in dem Basiston habe ich dann einen Hautton reingepackt. Ich glaube, das war sogar der hier. Der Hautton hier. Nicht in die Silikonfarben, sondern in der Grundsilikon von den Masken gießen. Oder von dem Make-up. Das ist so ein Make-up gewesen, was man sich ins Gesicht kleben kann. Und da habe ich dann diesen Flash-Hautton da reingepackt und da war mir dann irgendwie ein bisschen zu rosa. Und rosa und magenta und so kann man halt, wie schon gesagt, mit grüner Leben ausnocken und das graut alles dann im Ganzen komplett aus irgendwie so, ne? Also wenn du irgendwas Rotes hast und haust da ein bisschen Grün rein, dann graut das aus, ne? So habe ich dann da auch gemacht und dann war aber leider ein bisschen zu viel Grün. Da konnte ich dann aber auch nicht mehr retten oder habe keine Zeit mehr gehabt, das zu retten. Ja, sah hinterher ein bisschen halkig aus, sah ein bisschen aus wie Hulk. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch nur ein halber Stecknadelkopf auf dem, weiß ich nicht, 200 Milliliter Silikon oder so, weil ich angemischt hatte.
Also ultra wenig auf so eine recht große Masse, also verhältnismäßig große Masse. Und das ist einfach irgendwie jetzt so einen kompletten Grünstich gekriegt irgendwie. Fand ich ziemlich heftig. So, das war es soweit erstmal mit dem Zusammenmischen von den Farben. Wie man sieht, haben wir jetzt hier die ganzen Grundtöne, die ich so brauche oder die wir brauchen, wie auch immer. Hier haben wir noch eine Basis drin. Dafür haue ich jetzt auch wieder ein bisschen Waschbenzin rein. Ohne zu verrühren. Ich lege nur Waschbenzin oben drauf quasi. Dann nehme ich wieder so einen Becher hier. Einen Medikamentenbecher und stelle den andersrum da oben drauf, damit da möglichst wenig Sauerstoff dran kommt. Dann halten die nämlich länger. Also die Basis da, die kann ich auch in ja, 2,5 Stunden ungefähr noch nutzen. Ne? Da muss ich mich aber beeilen, weil dann wird er nämlich echt langsam fest. Aber je weiter die Farben verdünnt sind, desto länger halten die halt eben. Ne? Also ich meine, wir sind jetzt schon recht lange dabei, das zu mischen. Und hier steht da drauf, Working Time 20 Minuten, Cure Time 2 Stunden. Also ich sag mal so, jetzt bei der Wärme, die wir jetzt hier drin haben, also ca. 22 Grad schätze ich jetzt mal so. Ja, ungefähr 1,5 Stunden Zeit haben wir insgesamt so, ne? Um die so weit zu verarbeiten, dass die noch durch die Airbrush auch gehen. Danach werden die nur noch pinseltauglich und dann nach 2,5 Stunden ungefähr ist eigentlich Ende so, ne? Nach 2,5 Stunden sind die dann so fest, dass man die nicht mehr benutzen kann. Ja, in dem Sinne, dann packe ich das erstmal hier weg und sehen wir uns gleich wieder, ne?